Ich darf Ihnen jetzt einen Kabarettisten ankündigen, der bekannt ist für seine einfühlsame Art, für seine, ja, ich möchte fast sagen, für seine sanfte, sehr gefühlvolle Art, die Wirklichkeit zu spiegeln. Wenn Sie sich jetzt bitte nach hinten wenden möchten. Hagen Rether! Heute möchte ich mich ganz kurz mal einem aktuellen Lieblingsspiel der Deutschen widmen. Momentan das Spiel des Jahres gewesen. Schlag den Moslem. Moslem-Bashing ist total angesagt. Jetzt sind sie dran, die Moslems. Die sind fällig, ich schwöre sie. Früher hieß das Spiel Kanacken raus und kam aus der Unterschicht. Heute heißt das Islamkritik und kommt von ganz oben. Ja, hier, das war schön im Stern. Im September, ist nicht lange her. Wie gefährlich ist der Islam? Hier steht nicht mehr Islamismus. Jetzt wird die gesamte Religion in Sippenhaft genommen. Ja, jetzt kriegen Sie es aber richtig. Hallo, stellen Sie sich vor, Sie sind muslimischer Vater, wohnen mit Ihrer Frau und Ihren Kindern in Bochum, arbeiten bei Opel am Fließband, fahren morgens in der S-Bahn zur Frühschicht und da sitzt einer und liest dieses Ding gegenüber. Da hast du doch Lust auf Überstunden, oder? Hä? Zu Gast bei Freunden hieß das noch vor einem Jahr. Das geht so schnell. Man hat sie ganz schnell am Wickel. Und das ist ja auch nur das Ergebnis von einer richtigen, wunderbaren Propaganda. Vor einem Jahr fing das an, genau im September letztes Jahr. Da gab es eine sehr sensible, einfühlsame Rede von einem deutschen Hochschulprofessor, der später Papst geworden ist. Sehr sensible, einfühlsame Versöhnungsrede, die leider total missverstanden wurde. Nur einer hat sie richtig verstanden. Das war der Spiegel und hat getitelt Papst kontra Mohammed. Klingt so ein bisschen wie Klitschko gegen Walujew. Ja? Ja. Spalten statt Versöhnung. Ja, das war wunderbar. Aber es war der Startschuss. Der oberste Stichwortgeber für einen reaktionären Diskurs hier ist unser Professor. Und es ging dann heiter weiter, jetzt im März dieses Jahr. Und achten Sie darauf, immer ist der Hintergrund schwarz, wenn es um Moslems geht. Immer schwarz. So eine Ikonografie muss man auch bedienen. Dieses Jahr im März hieß es Mekka Deutschland, die stille Islamisierung. Ja, sicher. Das Zeug liegt überall an jedem Kiosk im Land. Und die Kinder lesen das. Und sie verstehen es aber nicht. Und die Erwachsenen auch nicht. Aber es schafft eine Stimmung im Land, eine Atmosphäre, ein Klima. Wir haben einen neuen Sündenbock. Wir haben wieder richtig auch Angst vor allen Dingen. Angst ist ganz entscheidend. Natürlich. Und mit der Verzögerung von ein paar Jahren, wie immer, stehen wir jetzt genau da, wo die Amis vor ein paar Jahren standen, nach dem 11. September. Komplett paranoid. Wir haben aber vor dem Anschlag schon Angst. Wir haben Präventivparanoia. Ja. Wir haben vorauseilende Angst. Das ist ein ganz neues Phänomen, gibt es jetzt in Deutschland. Wird geschürt. Und das Gift der Angst wirkt und die Giftmischer von Bush bis Bin Laden haben unsere Hirne und unsere Herzen taub gemacht. Ja klar, es gibt hier im Land islamistische Radikale. Es gibt auch Nazis im Land. Beides wird nicht verboten. Komisch. Hä? Ja, weil dann die Drohkulisse weg ist. Ja klar. Passagiermaschinen abschießen, weil da radikale Islamisten drin sind. Kann man drüber nachdenken. Lass uns doch mal Magdeburg bombardieren, weil da Nazis sind. Hä? Oder München, oder Mannheim, oder Köln, oder Dortmund, oder Hamburg. Kommt nicht in Frage. Spalten statt versöhnen. Und Europa steht da gelähmt vor Angst. Die Hosen voll und die Köpfe leer. Der Henrik M. Broder, der hat sogar schon kapituliert. Ja, vor wem denn? Vor seiner türkischen Putzfrau? Oder vor seinem indischen Hausarzt? Ja klar, dem Henrik M. Broder, dem empfehle ich mal einen Besuch in einem Fatih Akin Kinofilm und anschließend einen Besuch in einer deutschen Hauptschule. Wir brauchen viel weniger von diesen Spaltern. Wir brauchen nicht noch mehr Scharfmacher, wir brauchen noch mehr Dialog. Die Scharfmacher haben uns nach Afghanistan gebracht. Die Scharfmacher machen dauernd Krieg. Wie wollen wir denn in Zukunft hier leben? Wollen wir uns nur noch anschreien in Zukunft? Die Hardliner sind auch tragische Figuren. Dieser arme Ralph Giordano, der hat sich so verrannt in einer bitteren, einseitigen Polemik. Der ist so randvoll vor Wut, vor dem Islam, dass er mittlerweile Applaus von den Nazis kriegt. Ja, wunderbar, Glückwunsch. Wem nützt das vor allen Dingen? Wem nützt das? So habe ich den Lessing nicht verstanden. Wie wäre es mit einer differenzierten Debatte?
Und wenn du dich um Dialog bemühst und um Integration, dann wirst du sofort abgewatscht. Sozialromantik und Multikulti-Kuschelkurs. Abgekanzelt, Ende. Ja sicher, Multikulti-Kuschelkurs. Was denn sonst? Prügelkurs? Gibt es eine Alternative zum Kuschelkurs? Die Alternative zum Kuschelkurs, die können wir seit 20, 30, 40 Jahren im Nahen Osten uns angucken. Und in der Zwischenzeit werden hier unsere Bürgerrechte beschnitten. Wir haben den Moslem so fest im Würgegriff, dass wir gar nicht merken, wie der Schäuble uns hinten das Grundgesetz aus der Tasche fingert. Aber rucki zucki, so schnell können sie gar nicht gucken. Es wird nur noch... Müssen wir aufpassen. Verdammt aufpassen. Es wird nur noch tendenziös und einseitig über den Islam berichtet. Über die gesamte Religion. Mit dem Bade alles ausschütten. Und dann noch eine Prise Zwangsheirat und eine Prise Ehrenmord. Und dann haben wir den bösen Moslem. Wir backen uns einen Feind zugeschaut und mitgegraut. Ehrenmord, Ehrenmord gibt es bei uns ewig schon. Immer haben wir Ehrenmorde. Das heißt bei uns bloß anders. Familiendrama heißt das. Und das gibt es bei uns an Weihnachten. Doppelt. Aber hallo, an die eigene Nase packen. Ja sicher, mal an die eigene Nase packen. Wir müssen mal um den Balken im eigenen Auge endlich kümmern. Aber man sieht den so schlecht, weil da halt der Balken drin ist. Dann kannst du ja schlecht gucken mit einem Balken im Auge auf den eigenen Balken. Es funktioniert nicht. Dann gibt es auch so Feingeister wie Günther Wallraff. Günther Wallraff, ein ausgeschlafenes Kerlchen. Günther Wallraff will jetzt unbedingt rauskriegen, wo ein Imam seine demokratische Sollbruchstelle hat. Günther Wallraff will jetzt tatsächlich die satanischen Verse in einer Moschee vorlesen. Ja, das ist doch mal richtig spitz, finde ich, Herr Wallraff. Das ist doch mal ein Held, Herr Wallraff. Der Wallraff will Fundamentalisten kennenlernen. Dann soll er mal versuchen, von Monty Python das Leben des Brian im Kölner Dom vorzuführen. Da kann er Fundamentalisten kennenlernen. Ja, sicher. Wir müssen uns mal an die eigene Nase packen hier. Na klar. Und Sie ahnen es schon und wahrscheinlich wissen es auch einige von Ihnen. Der aktuelle Spiegeltitel, an Weihnachten rausgekommen, hier diese Woche. Schwarzer Hintergrund, wieder der Koran. Ein aufgeklärtes Nachrichtenmagazin ist tatsächlich in der Lage, binnen weniger Monate immer mit schwarzem Titelbild über den Islam zu berichten. Rudolf Augstein rotiert im Grab. Das kannst du bis Mekka hören. Ja. Nicht mal der Klaus Kleber wollte da noch Chefredakteur werden. Das ist zum Auswachsen. Ja, wunderbar. Schön, weiter so. Der Koran, das mächtigste Buch der Welt. Und im Artikel drin steht dann, dass es nicht nur das mächtigste, sondern auch das gefährlichste Buch der Welt ist. Wir hatten hier schon mal eine Zeit in Deutschland, wo man Bücher für gefährlich hielt. Das war aber von einem braunen Hintergrund damals, nicht von einem schwarzen Hintergrund. Wehe uns, wenn hier demnächst die Moscheen brennen. Dann will es wieder keiner gewesen sein. Prost, Neujahr.